Okay, mach was mal anders. Ich will hier 5000 Teile und dann ist Schluss. Okay, machen wir 4000, dann geht das mit der Forschung schneller. Ja, das ist eng. Das könnte für die Umlaufbahn dieses Planeten sehr interessant werden, wenn die Sphäre komplett ist. Die Gravitationsbeeinflussung durch die Dyson-Sphäre selbst könnte den Planeten aus der Bahn werfen. Mehr Gravitation sollte die Bahnhöhe verringern. Das könnte doof werden. Ja, richtig. Aber ich glaube, so weit geht das Spiel mit der Dings, glaube ich, gar nicht. Ich hoffe es. Für den Planeten. Und für die Dyson-Sphäre. So, jetzt kommen hier tatsächlich Dinger an. Das heißt, wir forschen weiter. Und was forschen wir denn gerade? In dem Ding hier. Okay. Wir können jetzt Gravitationslinsen dann anschließend in unsere Receiver schmeißen, um dann quasi mehr Energie rauszuziehen. So, eigentlich will ich darüber, aber ich breche das hier mal ab. Ich will nämlich erstmal den da haben. Dann kann ich da nämlich schon mal weiterbauen. So. Dann kann man nämlich das nächste Level da erforschen. Das da sollte ich auch mal in Angriff nehmen. Weil das hier ist jetzt die Möglichkeit, die Dyson-Sphäre größer zu bauen. So. Während der Kram erforscht. Ich glaube, in Sangas hatten wir das Glück, dass wir ja noch eine Menge Öl hatten. War das hier? Ich glaube, den hatten wir tatsächlich durch. Hier gab es Crude Oil. Und hier gab es auch Crude Oil. Da wollen wir hin. Das System einmal komplett ausbeuten. Und boah. Naja, größer könnte noch blöder werden. So wie Kollision mit Planeten machen. Ja, je nachdem, wie weit der Planet halt nach außen. Also wie nah der Planet an der Sonne ist, du kannst, es ist halt ein Zufallssystem tatsächlich, mehr oder weniger. Das System garantiert dir nur das Vorhandensein von bestimmten Ressourcen, weil ohne die würdest du nicht weiterkommen. Je nachdem kann der Planet auch so nah an der Sonne sitzen, dass er quasi innerhalb der Dyson-Sphäre ist. Man kann nicht auf dem Planeten warpen, offensichtlich. Das war jetzt gerade das Experiment. Und ich habe euch nicht alle mitgefährdet. Nein, 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 nein. Habe ich eigentlich? Ja, ich habe Energiedings dabei. So, machen wir das spannende Spiel von gestern weiter. Bauen. Dinge. Einfach nur viele, viele Dinge. Weil, wie ich schon mal sagte, wenn ich einmal hier gewesen bin, will ich eigentlich nach Möglichkeit gar nicht mehr zurückkommen müssen. Hier wollen wir Kohle supplyen. Da fehlt noch ein Stromstecker. So, dann haben wir ein bisschen Crude Oil hier.
Das kann ich auch direkt da reinpacken, denke ich. Ressourcen, die Richtung. Planet innerhalb der Dyson-Sphäre ist dann aber energetisch einfach nur ineffizienter für die Dyson-Sphäre selbst, wobei gravimetrisch auch nicht ganz unproblematisch. Ja, es ist nicht optimal. Nennen wir es einfach nicht optimal. In jedem Fall. Ja, und dabei die Forschung. Na komm. Ich bin aber gerade hier vorbei. Oh, Strom sollte ich dem Ding hier noch geben. So. Das Ding können wir dann direkt da reinschmeißen. Und es füllt sich mit Öl. Aktuell. Ah, da kommt die Lücke. Wollte ich gerade sagen, dauerhaft. Aber damit könnte hier dann theoretisch auch der Öl transportiert, raustransportiert werden. Und ich sehe, hier werden auch gerade Space Bomber hin transportiert. Das ist sehr gut. Haben wir noch eine Menge Crude Oil. Also Crude Oil und Crude Kohle. Aber im Sinne von Grand Strategy Games, worauf ich mich tatsächlich richtig freue, aktuell ist Victoria 3. Weil ich schon ein Riesenfan von Victoria 2 war, was aber dummerweise leider dann doch ein bisschen was in die Jahre gekommen ist. Wer hätte das erwartet? Nicht deswegen eher selten spiele. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann werden wir dieses Öl brauchen. Vermute ich mal. Ach, out of building range. Dann brauchen wir da noch irgendwie die Verbindung. Dann brauchen wir da noch eine Verbindung. So.
So. Ist auch noch was. Kohle baue ich natürlich grundsätzlich die Vorkommen ab in dem Moment, wo es auf dem Planeten dunkel wird. Da sieht man nämlich besonders sehr viel. Alles andere wäre ja langweilig, dann könnte man das ja. Und sehe auch, was man tut. Und dann könnte man ja quasi anderen Leuten zeigen, was man tut. Das wäre ja so. Nee, also. Lieber nicht. So, ich habe ja auch Öl, aber kein Tower, der irgendwas damit machen kann. Stellen wir hier einen hin. Out of building range. Hier Kupfer, Silizium und Öl zu klein. Der ganze Kram muss natürlich noch angeschlossen werden. Sehr schön. Da drüben haben wir sogar noch Eisenvorkommen. Uiuiuiui. Die wollen wir natürlich auch haben. Ich glaube, deswegen haben wir diesen Planeten hier überhaupt erst angefangen abzugraben, wegen des ganzen Eisens. Unter anderem. Achso, natürlich hauptsächlich wegen des Eisens. Was sonst? Sag mal, Sat, für wen baust du diese ganzen dieses ganze System und die Sphäre eigentlich? Also so Lore des Spiels wäre mal interessant. Du findest nämlich unbewohnte Planeten, die du, und du bist du geht nicht mehr mit riesigen Maschinen ausgebeutest. Die Lore ist eigentlich relativ sehr simpel. Deine Mutter KI hat dich losgeschickt, um ihr mehr Strom zu organisieren, weil ihr geht der Saft aus. Das ist die Lore. Soweit jetzt hier im Early Access noch verfügbar. Ich weiß nicht, ob es später mehr Lore gibt, aber tatsächlich viel Lore hat das Spiel nicht. So schade es ist. So, Eisen. Und ja, ich wünschte mir auch ein bisschen mehr Lore. Also baut eine Maschine, die Maschinen baut, um für die erste Maschine Strom zu produzieren. Richtig, exakt das. Genau so sieht das aus. Eine Maschine baut, hat eine Maschine gebaut, die weitere Maschinen baut, um
quasi eine Maschine zu bauen, die Strom produziert. That's it. Das war ja einfach. Ja, ist es auch. Genauso wie in Factorio. Du stürzt ab und willst weg. Das ist die Lore von Factorio. Also eine Stromproduktionsmaschine. Eine Stromproduktionsmaschine. Maschinerie-Maschine. Richtig. Das ist. Guck mal, mehr Silizium. Ich glaube, ich habe es nicht alles erwischt, aber das ist egal. Das ist ein Eisending. Da sollte ich es vielleicht nicht anschließen. Aber ich kann es zumindest bis dahin schon mal weiterziehen. Gut, in Factorio ergibt das ja Sinn, aber hier, niemand ist da, der den Strom von der Sphäre benutzen könnte. Also Planeten sind unbewohnt und du machst sie unbewohnbar. Ja, ich bin eine Maschine, für mich, also mich stört das nicht, wenn die Planeten unbewohnt sind. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt hier halt irgendwelche Bewohner hättest, die quasi die Sphäre irgendwie nutzen wollen würden, die würden das in ihrer Lebzeit ja gar nicht hinkriegen, das Ding jemals zu bauen, weil mittlerweile sollte eigentlich so viel Zeit vergangen sein. Gut, wir haben jetzt 53 Stunden Spielzeit, das ist wahrscheinlich eher 530 Jahre Bewohnerzeit. Zwei Öldinger. Ach ne, das andere ist Kohle. Ja gut, ich korrigiere, wir haben ein Ölding. Ich glaube, wir werden gleich mal zu einem anderen System fliegen und dort ein bisschen schauen, wie es da aussieht. Weil ich weiß, in der Nähe ist ein Neutronenstern. Beim Neutronenstern waren wir doch nicht. Da gibt es nämlich insgesamt einen im gesamten Cluster. Besonders wenn es die Mutter-KI gibt, der den Strom ausgeht, die wird ja nicht 500 Jahre warten. Ich glaube, die hat am meisten Zeit dafür. Die kann notfalls in den Standby-Modus gehen oder so. Es ist. Aber stell dir vor, du musst das für irgendeine Menschheit machen. Und sagst, alles klar, ich baue dir so ein Ding, gib mir 500 Jahre. Was? Du brauchst den aber jetzt schon? Dann, okay. So eine KI kann tatsächlich sehr viel Geduld haben, würde ich behaupten. Im Gegensatz zu so einem Mensch. Oder vielleicht ein ähnlich gieriges Alien.
Ich habe rausgefunden, Menschen können ganz schön gierig sein manchmal. Bis sie Zeug sofort haben wollen. Und nicht darauf warten, dass sie... dass irgendeine KI den Kram für sie fertig macht. Und hier bieten wir Code an.